ist wieder Zeit, sich schick zu machen. Nein, heute nicht. Casual Friday. Und was habe ich an? Enterprise. Aber wir sind heute nicht auf der Enterprise. Wir gehen heute auf die Cobra MK3. Und was könnte das bei Atari sein? Es ist Elite. Elite 1, auch meine absoluten Lieblingsspiele, eins der ersten Spiele, die ich überhaupt gespielt habe auf dem Atari. Mein Vater hatte sich das damals gekauft und der hat das auch ewig gezockt. Hier ist die Cobra MK3. Die Musik habe ich jetzt gerade ausgeblendet. Das hören wir uns später nochmal an. Das ist ja schön der Wiener Walzer oder so. Genau, das war eins der Top-Spiele. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich wusste, wie man fliegt. Ich wusste, wie man andere Schiffe abschießt. Targoiden waren die Hölle. Hyperraum-Fehlfunktionen waren katastrophal. Manchmal hat man es rausgeschafft. Also in 1 von 20 Fällen hat man es rausgeschafft. Und wenn nur hier diese fiesen Targoiden, die ihr gerade seht hier, wenn die kamen, dann hattest du kaum eine Chance. Die sind unheimlich schnell gewesen und hatten richtig viel Power. Die zu besiegen ist richtig schwer. Genau. Aber nicht nur das. Ich spiele das Spiel nicht heute nur. Das wird vielleicht auch... Ich befürchte, es werden 2 oder 3 Sessions draus. Denn wir haben nämlich noch einen Konkurrenten. Und zwar die DOS-Version. Und ich zeige euch jetzt, warum Atari damals einfach besser war als DOS. Und ich schalte um. Ich schalte um. Und ihr seht jetzt, ich meine, guckt euch das an. Ja, guckt euch die DOS-Version an, guckt euch die Atari-Version an. Allein von den Farben her ist das ja schon ein enormer Unterschied. Ja, diese Bonbon-Farben hier auf der DOS-Seite ist echt eine Katastrophe. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht so richtig, wie man die DOS-Seite steuert. Müssen wir ausprobieren. So, ich mache einfach mal hier weiter. Ich habe schon mal den Ben so genannt. Commander Ben, dass wir hier einfach mal reingucken. So. Damit sind wir gestartet. Und die Musik von DOS hören wir uns dann auch nochmal gleich an. So. Jetzt gucken wir hier rein. Hier haben wir Bicargo. Und genau. Es sieht schon mal anders aus. DOS haben wir halt nur so eine blöde Textversion. Ist jetzt auch unheimlich klein geworden, das Fenster. Da sehen wir, was gerade ausgewählt ist. Und in der Atari-Version sind halt Bilder. Weißt du halt nicht genau, was es irgendwie ist. Aber wir sehen schon hier Drogen, definitiv. Sieht man das hier? Nee, sieht man nicht. Hier, die Drogen. Narcotics. Ich weiß gar nicht, wie man das gesehen hat. Computer. Achso, wenn man raufklickt. Hier, wenn man raufklickt. Computer. Genau, Slaves. Da sehen wir auch, wie viele Items vorhanden sind. Das sehen wir hier nicht. Ne? Hier haben wir nur, im Atari sehen wir nur eine Linie, wie viel irgendwie in etwa verfügbar ist. Da, wenn ich raufklicke, 55 Tonnen zum Beispiel davon. Und Platin ist ja auch immer gut zu handeln. Und in der DOS-Version kann man hier so runterscrollen und sieht man schon gleich alles. So, dann gehen wir einfach mal weiter. Ich habe nichts zu verkaufen, also wird mir der auch nicht angezeigt. Im Gegensatz dazu habe ich hier beim DOS, wird mir einfach angezeigt, dass ich nichts habe. Okay, dann Schiffsausstattung. Okay. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist halt wieder Text und hier sind Bilder und die Preise sind ähnlich. Muss mal gucken, wie wir das hinkriegen. Fuel Scoops. Okay. Ich habe damals angefangen, Englisch zu lernen damit. Hier kann ich unten auch auf Galaxy klicken. So, dann kann man auch mit der Maus klicken. Und das Ganze haben wir hier natürlich auch. Jetzt ist er hier wieder größer geworden, ne? Dann machen wir es wieder klein. So, Galaxy haben wir. Die lokale Größe. Hier haben wir es schön bunt. Und hier ist wieder nur zweifarbig. Hier haben wir auch nicht
Quator drin oder Ra, die fallen schon raus. Und Kitiri, was wir beim Atari drin haben, und Espion, die werden hier im DOS auch gar nicht angezeigt. Aber die Planeten sind ansonsten die gleichen. Cool, man erkennt schon was wieder. Dann die Frage nach dem, wo befinden wir uns? Ja, jetzt wird es wieder klein, das Fenster. Also dadurch, dass ich nicht auf Vollbild gestellt habe, springt die Fenstergröße immer. Tech Level 6 haben wir hier. Hier haben wir nur Tech Level 5, wo wir uns befinden. Wir haben hier einen Durchmesser. Nicht, dass das irgendwie relevant wäre. Hier wird ein Radius angegeben, der auch anders ist. Also auch in Kilometern angegeben, aber es ist ja nicht mal halb so viel der Radius. The Planet Lave is most well known for its Hoopy Casinos. Das ist immerhin gleich. Haben wir hier Human Colonials, Government Dictatorship. Der Rest ist eigentlich relativ ähnlich. Preise. Ah, jetzt kriege ich genau die Infos, wie die Preise sind. Die Infos kriege ich dann auch, wenn ich zu einem anderen Planeten fliege. Und hier haben wir natürlich wieder die Bilder. Wir schalten um. Commander Jameson ist es in dem unteren Fall, weil das der Startkommander ist. Den können wir hier auch mal kurz uns holen. Inventory haben wir nicht. Status. Jetzt haben wir hier auch Lave, Commander Jameson. Wir sind docked, clean, harmless. Genau, hier haben wir ein schönes Schiff abgebildet auf dem Atari. Hier haben wir nur eine Textdarstellung wieder. Cargo ist empty. Das sind so die Unterschiede. Wir starten einfach mal. Weil wir es können. Hier haben wir eine längere Docking-Sequenz. Und hier drehen wir uns einfach mal und gucken uns die Station an, wie das farblich aussieht. Okay, da ist der Mond. Da ist die Station. Der Planet ist deutlich näher, da ist ein Schiff. Und dann gucken wir uns jetzt das Ganze noch auf dem Atari an. Da muss man aufpassen, dann möchte ich nicht mit der Maus steuern. Denn das verhaut einen das. Ja, sieht einfach schon mal ein bisschen fröhlicher aus hier. Genau, alles ein bisschen bunter, schöner. Ich sehe hier, ist ja auch schon wieder irgendwie die Hälfte abgeschnitten. Ach so, weil das Ding größer geworden ist. Das muss ich hier reinziehen. So sieht Schießen aus. Wie schieße ich hier? Da. Der schießt ein bisschen schneller. Okay, wir haben hier eine farbliche Unterscheidung der anderen Schiffe und Raumobjekte. Das sehen wir hier beim Atari jetzt. Die kommen da ein bisschen hoch, sind farblich unterschieden. Und das sieht hier das sieht ziemlich ähnlich aus. Also die Farben sehen gleich aus. Man kann Gut und Böse nicht unterscheiden. Und jetzt wisst ihr, warum ich über die DOS-Version lache und gerne die Atari-Version spiele. Wir hören jetzt nochmal kurz rein, was die DOS-Version sagen hat. Wir fliegen mal vor in den Planeten rein, weil ich die Station jetzt gerade nicht finde. Zerstören uns. Ich glaube, ich bin zerstört. Genau. Und jetzt kommt die Musik. Jetzt nochmal. Das ist die Musik. Dabei belassen wir es. Dann schalte ich wieder um. Also, da kommt Mr. Micro. Mr. Micro, tolles Bild, finde ich. Und dann kommt jetzt gleich die Musik. So, das ist immer gleich. Jedes Mal, wenn ich es geladen habe, fragt er nach Page 27212. Ich habe in einem Handbuch nachgeguckt. Und das ist es. Und das ist die Musik. Es ist erstmal leiser, was schon sehr angenehm ist. Und es ist deutlich besser animiert. Und es ist auch nicht immer nur ein Ton. Da ist unsere Cobra MK3. Genau. So, wir starten. Lord New Commander. Yes. Wir sind Ben. Nö, wir sind diesmal sogar über Ben. Ja, nicht gefunden. Ich muss auch, weil ich nicht hier abspeichern kann, weil das nicht funktioniert, wenn ich sage Save. Dann sagt er Saving und dann sagt er Disk Full, was weiß ich. Er kann nicht saven, also speichere ich per Snapshot. Wir sind jetzt hier. Was müssen wir tun? Lasst uns mal kurz in die Optionen gucken. Ich nehme am liebsten den Cursor. Habe ich immer gemacht. Effects on, Damping, keine Ahnung, Auto Center,
Okay. Docking Computer fast und slow. Wir gucken uns das erstmal in slow an. Nee. Also doch, wir gucken uns das erstmal in slow an. Fast ist besser, weil wir slow machen, können wir dabei noch abgeschossen werden. Ansonsten wird man direkt reingezogen und ist fertig. Docking Sequence on. Das machen wir. Und genau. Das sind die Optionen, die wir jetzt erstmal drin haben. Wir gucken uns unseren Status an. Ich habe es halt ewig nicht gespielt. Ganz wichtig ist jetzt am Anfang, wir müssen irgendwie einen besseren Laser kriegen. Hier haben wir einen Pulslaser, den haben wir vorne eingebaut. Der kostet 400 Credits und wir brauchen definitiv irgendwie was Besseres. Erstmal einen Pulslaser hinten und dann Military Laser hinten und dann gucken wir weiter. Aber wir sind ja hier auf einem Planeten. Rich Agricultural, also reiche Landwirtschaft. Dictatorship, okay. Und das bedeutet, wir müssten jetzt hier erstmal einkaufen. Und ich glaube, sowas war ganz gut. Relativ günstig. Und Alkohol ist auch noch gut. Das ist natürlich, kannst du gut mit handeln, macht sich aber strafbar, ne? Genau. So. Und bei Platin weiß ich es gar nicht. Aber wir kaufen erstmal hier Mineralien. Jetzt muss ich doppelklicken, glaube ich. Genau. Wie viel kann ich? Ich kann 20 Tonnen insgesamt aufladen. Das ist in Kilogramm. Kann ich also unendlich viel nehmen. Aber ich habe nur 100 Credits. Das heißt, ich muss jetzt erstmal gucken. 15 sind zu viel. Ich brauche... Ich lade erstmal 10, sind 76. Dann könnte ich noch tanken danach. Ich mache mal 12. Für 12. Ich habe jetzt noch 8,8 Credits. Wir gucken mal. Achso, tanken kostet nur 1,1 Credits. Okay, das geht. Genau, wir brauchen einen Docking-Computer und einen Laser hinten. Dann gucken wir uns jetzt an, wo wir hinfliegen müssen. Wir suchen uns irgendwas aus. Wir gucken zum Beispiel Zaons. Ich habe halt keine Ahnung mehr. Aber es ist Average Industrial. Das ist doch schon mal gut. Das ist auch gar nicht so weit. Tech Level 12. Tech Level gibt uns an, was wir hier an Equipment bekommen, glaube ich. Ich sage erstmal nur glaube ich, weil ich habe es halt echt, ich habe es 30 Jahre nicht mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung mehr von irgendwas. Mainly Industrial ist nicht so weit entwickelt. Tech Level 6 ist jetzt nicht so weit. Also Towns sieht eigentlich gut aus. Industrial, okay. Da können wir natürlich gut Sachen loswerden. Wenn die arm sind, aber nicht so gut einkaufen. Die sind hier schon mal White Furry Feline. Okay. Komische Spezies. Aber demokratisch. Und Anarchie. Da muss man halt immer drauf achten, nach dem Government. Entsprechend wird man angegriffen. Also in Demokratie werde ich jetzt nicht so angegriffen. Und Corporate State machen wir einfach mal. Wir versuchen das mal. So, das ist die Docking-Sequenz. Die gucken wir uns einmal beim Start an und einmal beim Dings. So, jetzt drücken wir Hyperjump H. Ich habe ja den Planeten angegeben. Da fliegen wir hin. Und jetzt kommt das Nervigste überhaupt, wo meine Mutter immer an die Decke gegangen ist, wenn sie das gehört hat. Dieses Geräusch. Durch den Hyperraum. Und ich spiele mit Tastatur. Ich habe auch überlegt, ob ich den Controller nehme. Aber wir nehmen den. So, erhöhen die Geschwindigkeit. Und damit schieße ich. Okay. Und jetzt fliegen wir erstmal. Wir müssen jetzt den Radar im Auge behalten. Mit J kann ich einen Hyperjump machen. Dann legen wir deutlich schneller unsere Strecke zurück.
Und das sieht gut aus. Wir sind bis kurz vor den planetaren Bereich gesprungen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was Magenta bedeutet. Ob das ein Gegner ist oder nicht. Gelb ist jedenfalls ungefährlich, glaube ich. Und der kommt auf jeden Fall schnell näher. So, ich glaube, die sind die Bösen. Wir gucken mal nach hinten. Okay. Normalerweise müsste ich die angreifen. Jetzt sind wir in der Sicherheitszone. Jetzt dürfen wir auch nicht mehr schießen. Wir müssen uns ein bisschen drehen und die Station suchen. Da hinten ist die Station. So, und da müssen wir jetzt so schnell wie möglich hinfliegen. Ich habe keine Lust, jetzt gleich an der ersten Stelle einen Kampf zu machen und schon gar nicht in der Sicherheitszone. Müssen wir mal gucken, ob wir das hier durchhalten. Ich mache mal kurz eine Pause. Und wir gucken uns das kurz an. Den Mauszeiger sieht man hier drauf. Perfekt. Also, es ist unser Frontschild, unser Heckschild. Das sind, glaube ich, unsere anderen Schilde, die wir so haben. Das ist unsere, ist das Tankanzeige. Das sind die Raketen, die wir haben. AL weiß ich jetzt nicht. LT und CT auch nicht. Laser, ich glaube, das ist der Laser. Wie heißt der wird? So, hier. Das ist der Punkt, auf den wir immer fokussieren. Der gibt uns an, wo unser Ziel ist. Und an der Stelle sagen wir halt, es ist die Station jetzt gerade. Als nächstes in der Sicherheitszone. Vorher war es der Planet. Jetzt ist die Station. So, hier haben wir unser Radar. Gelb sind neutrale Schiffe. Und ich glaube, die magentafarbenen sind die Bösen, die uns angreifen würden. Wir befinden uns hier in dem Bereich. So. Beide Schiffe befinden sich hier unten hinter uns und über uns. So wird das dreidimensional dargestellt. Sie sind gerade über uns und hinter uns. Und wenn ich mich entsprechend rolle, was ich jetzt mal mache, dann habe ich mich jetzt umgedreht und jetzt sind sie hinter uns und unter uns. So, und wenn ich jetzt wieder nach hinten gucke, und da ist er noch nicht zu sehen, jetzt ist er auch komplett raus. Genau. Dann fliegen wir mal weiter. Und das Gute ist jetzt, ich kann jetzt das Ganze ein bisschen schneller laufen lassen. Ich muss nicht ewig warten. So. Jetzt haben wir die Station vor uns. Jetzt müssen wir nur gucken, wo der Eingang der Station ist. Das heißt, wir müssen erstmal einen Planeten finden. Jetzt fliegen wir von der Station wieder weg. Ich muss auch überlegen, wie ich so verlangsame ich das Schiff. Okay. Die hat ja eine Rotation auch. Und die rotiert genau über die Achse zum Planeten hin. So. Wo ist der Planet? Da ist der Planet. Okay. Perfekt. Das heißt, wir fliegen jetzt hier hin. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das schaffe, da reinzukommen. Ich werde vorher abspeichern, auf jeden Fall. Ich habe keine Lust, das jetzt jedes Mal zu fliegen. Ich bremse mal ab. Jetzt muss ich wieder hingucken. Da ist der Einstiegspunkt. Jetzt muss ich warten, bis es grün wird. Dann stoppe ich. Jetzt. Jetzt muss ich genau unter der sein. Ah, sieht schon ganz gut aus.
Und normalerweise, sobald man den Docking-Computer hat, kann man in dieser Sicherheitszone die richtige Taste drücken und dann dockt man automatisch an. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Der Anflugwinkel sieht eigentlich ganz gut aus. Ich muss mal gucken, dass ich hier noch ein bisschen hinfliege. So. Da kommt ein Schiff raus. Müssen wir jetzt erstmal passieren lassen. So, jetzt bin ich doch annähernd vor der Station. Jetzt müssen wir zwei Sachen machen. Wir müssen den Schlitz ins Auge nehmen und wir explodieren normalerweise sofort, wenn wir den Schlitz nicht erwischen. Jetzt bleiben wir erstmal stehen. Ich mache ein Memory Safe Snapshot und den nenne ich jetzt Elite 01. Das werden noch einige. Okay, dann gehen wir hier rein. Und beschleunigen langsam. Und jetzt geben wir Vollgas. Schaffen wir es? Nee. Oh doch, ich habe es geschafft. Frontschild ist zwar kaputt gegangen, aber wir haben es geschafft. Das ist die Docking-Sequenz. Guck mal, da sind ein paar Schiffe drin. Mit der Zeit werde ich auch wieder lernen, was für Schiffe das sind. Aber ich habe es geschafft. Ich bin reingekommen und das bedeutet auch, nee, nicht auf Disk werde ich abspeichern, sondern ich speichere gleich über den Safe, über den Safe Game. So, jetzt gucken wir rein. Achso, Prices, wir sehen 9,2, hätte ich vorher gucken können. Auch Drogen hätten wir locker los, wären wir locker los geworden. Und genau, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich weiß gar nicht mehr, wie das. Ich hätte es mir eigentlich merken sollen, wie die Preise drüben waren. Sklaven wären zum Beispiel sowas, was man verkaufen könnte. Hier ist der Gewinn jetzt nicht so hoch bei den Mineralien. Also, wir haben für 7,6 gekauft und verkaufen für. Naja, ein bisschen mehr. Okay, 113. 13 Gewinn gemacht. Jetzt müssen wir hier mal kurz uns auffüllen. Also, wir haben gerade 7% Gewinn gemacht. So, was haben wir denn hier für schöne Sachen? Ein Deep Space Recax Full Scoop. Keine Ahnung. Eine Escape Kapsel. Sicher nicht verkehrt. Eine Energiebombe. Ist, glaube ich, gut, um die Gegner lahmzulegen. Ich weiß es nicht mehr. Ein extra Energy Unit hilft uns bestimmt auch. Da ist der Docking Computer 1500. Der Militärlaser kostet 6000 Credits. Den baut man sich dann hinten ein. Und genau. Und jetzt kaufe ich einfach das nächste ein. Computer waren, glaube ich, 85 zu haben. Ich kann aber nicht so viel kaufen. Ich kann nur einen kaufen. Es ist sehr, sehr langsam. Aber das wäre jetzt erstmal so, wo man den Handel aufbaut. Und einfach mal guckt, was man so an Sachen, an Preisen hat. Muss man sich, wie gesagt, entsprechend merken. Aber ich würde durchaus auch nach Lave zurückfahren. Beziehungsweise wir gucken einfach mal, wo wir hinfliegen können. Wir haben ja wieder neue. So, Lesti zum Beispiel. Lesti wäre ich ja gerne hingeflogen, aber das ist jetzt zu weit weg. Nee, Lesti war nicht das Richtige. Es war ein anderer Planet. War es Wieso? Mit diesen First? Ja, genau. Da wäre ich gerne hingeflogen, aber das ist viel zu weit weg. Das lohnt sich dann nicht. Und wir gucken einfach mal, was wir hier noch so haben. Auch Average Industrial Democracy.
go to. It's the planet. Tionisla is famous for its fabulous goat soup, but it's ravaged by lethal pinky gray ants. Okay. Pinkgraue Ameisen. Tödliche pinkgraue Ameisen, die da unterwegs sind. Aber Ziegensuppe ist lecker. Mhm. Okay, wir suchen ja wieder einen Agrarplanet. Isinor is middly notable for Isinorian lethal brandy. Okay, also die haben Alkohol. Tödlichen Alkohol. Und hier haben wir Rich Industrial, Multigovernment, Tech Level 9. Also Isinor würde ich als nächstes anpeilen. Arme. Oder nehmen wir doch lieber. Gehen wir wieder zurück. Upi Casinos. Was kaufen wir? Was kaufen wir? Computer, Maschinen. Maschinen könnte ich immer in zwei kaufen. Kaufen wir zwei Maschinen. Nach Leif oder nach Isinor. Ich fliege jetzt, glaube ich, erstmal Isinor an. Wir gucken einfach mal. Achso, ich wollte die Boot-Sequenz ausstellen. Und jetzt machen wir einen Hyperjump. Ich beschleunige mal kurz, damit ich da nicht wieder durchfliegen muss. Ist natürlich sehr gefährlich, weil das wirklich schnell vonstatten geht. So, wir beschleunigen, gucken uns kurz die Preise an. Ich habe Maschinen gekauft für 50. Ja, das sieht besser aus. Computer wäre ich ja auch gut losgeworden. Okay, Computer sind's. Computer wollen wir hier haben. Gut. Und ansonsten, was kaufen wir? Oh, Drogen kann man hier verkaufen. Alles andere sieht eher nicht so gut aus. Ja. Mars lockt. Jetzt müssen wir hoffen, dass der Typ uns da nicht angreift. Oder wir stellen uns dem ersten Kampf. Nicht mehr sehr lockt. Ah, das ist ein Asteroid. Okay, es ist nur ein Asteroid. Condition Red. Da, jetzt haben wir einen. Okay, ein grauer. Ein grau blinkendes Ding. Wir haben nur einen Frontlaser. Das heißt, wir müssen uns umdrehen. Geschwindigkeit komplett rausnehmen. Einmal identifizieren und ein Targoid. Ja, das wird ja jetzt ein Spaß. Ich würde sagen, das Ding ist verloren. Wenn der anfängt zu ballern, sind wir hin. Okay, dann haben wir unseren ersten Space Battle. Gleich gegen den heftigsten Gegner. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll.
Muss ich ihn schnell finden. Da ist er. Gleich sind wir hinüber. Die Dinger laden sich ja nicht schnell auf. Hin. Ah. Noch einer. Das halte ich nicht durch. Zwischenzeit kommt der andere ran. Das war's. Das war's. Was soll ich sagen? So. Load. Okay. Gleich wieder geladen. Wir sind hier. Wir packen das rein. Wir kaufen. Computer, habe ich gesagt, sind gut. Achso, erstmal verkaufen. Okay. Kaufen. Computer sind gut. Da machen wir 40 mit Gewinn. Ein bitte. Jetzt haben wir noch 39. Dann machen wir auch einen rein. Ich kann mich ja an die Preise jetzt erinnern. Und die Frage ist, was machen wir auf dem Rückweg? Tja. Mal gucken. Mal gucken. Gut. Ich muss hier gerade mal was gucken. Okay. Dann, da wollen wir hin. Wir haben eingekauft. Wir fliegen los. Ach, Raketen habe ich auch noch. Stimmt, die hätte ich ja auch aufbrauchen können. Ich habe es wieder vergessen, diese Launch-Sequenz auszustellen. Select System. Habe ich nicht gemacht. Ist nur. So. Ist nur. Dann springen wir mal. Sieht diesmal besser aus. Keine Targoiden. Und später können wir uns dann vielleicht auch auf das
Wichtige, konzentrieren. Jetzt ist es passiert. Jetzt habe ich die Maus bewegt. Okay, das sind Asteroiden. Es gibt auch bei Elite Missionen, die man machen kann. Es gibt eine Geschichte. Es ist unheimlich schwer. Richtig schwer, finde ich. Und ja. Habe ich vielleicht die erste Mission irgendwie mal geschafft. Ich glaube, die erste geht noch, aber danach wird es richtig schwer. Und wenn man sich halt ständig gegen Targoiden durchsetzen muss, wird es auch schwer. Also ich glaube, 3 Targoiden gehen noch, wenn man den Militärlaser hat. Aber dann wird's richtig knüppelhart. So, jetzt beschleunige ich mal wieder ein bisschen. Das dauert sonst echt ewig, wie ihr seht. Aber kann man richtig viel Zeit verbringen mit. Zentrieren wir die erstmal. Da ist der Ausgang. Sehr gut. Wir haben uns den Ausgang verraten. Und dann fliegen wir da jetzt hin. Ein Glück ist gerade ein Schiff rausgeflogen. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Stoppen. Drehen. Gucken. Okay. Boah, das sieht doch perfekt aus. So, jetzt speichere ich natürlich wieder ab, was man früher nicht machen konnte. Und dann geht's los, direkt reinfliegen. Das sieht gut aus. Ja, perfekt. Perfekt. So muss das laufen. So, jetzt als nächstes gehen wir wieder in die Options rein und sagen Docking Sequence off, Docking Computer fast. Weil wenn du den Slow hast, dann fliegt er dich wirklich ganz langsam da rein. Und das halten wir nicht aus. Das halten wir wirklich nicht aus. So, das ist gesaved. Oh, Fuel ist hier schon mal ein bisschen teurer. Wir trotzdem schon mal kaufen. Und wir gucken mal. Cash haben wir gar nichts mehr. Computer hilft uns schon mal richtig gut. Und das weniger gut, aber ist okay. 96 und das ist 35. Okay. 132. Besser als 107, ne? Genau. Dann als nächstes kommt wieder ein Save. Jetzt haben wir alles entsprechend abgespeichert. 7,2, okay. Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe mir einen Screenshot gemacht von dem vorigen. Und da gucke ich jetzt mal rein, was so die Größe angeht. Ein kurzer Vergleich. Also 7,2 zu 9,2. Okay, wir verkaufen ein bisschen geringer.
10, das sind die Einkaufspreise. Waffen könnte ich hier verkaufen. Aber es sind halt Waffen. Talerchen brauchen wir nicht. Da haben wir nur 3 Gewinn. Das ist ein bisschen wenig. Ich würde sagen, ich muss wieder Mineralien kaufen. Oder Atomen. Mineralien 2. Atom 8. Da kriege ich 8 mehr. Wenn ich das jetzt berechne. Dann nehme ich doch lieber die 18. Würde ich sagen. Da habe ich mehr von. Radioactivities heißen die Dinger. Okay. So, und da machen wir uns auch einen Screenshot von. Damit wir das haben. Können wir kaufen. Achso, wir sind bei Market Prices. Einkaufen, da haben wir 132. Wir sind vollgetankt. Und 18 mal 15. Kann ja nicht rechnen. 18 mal 15. Wären 140. Nein, 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 nein. Habe ich die automatische Launch-Sequenz gemacht? Oh Gott. Wir fliegen nochmal wieder zurück. Aber ihr seht schon, es war schon etwas schneller als vorher. Jetzt muss man warten. Ich habe irgendwelche blöden Tasten gedrückt. Also, das ist die schnelle Docking-Sequenz. Da sieht man auch nichts mehr. So, kaufen. Wir wollten das kaufen. Und zwar, ich gebe es per Ding ein. Kürzen. Aber kann ich nicht rechnen? Ja, ich kann ja nicht über 10 kaufen. 5 kann ich kaufen. Ah, ich bin ja ein Honk. 7. So. Weil ich irgendwie auf 7 mal 15 war hier. Und ich umgerechnet habe, dass 18 mal 7 dann das Ganze nur ist. Gut. Das heißt, wir fliegen zurück. Wir kommen gerade so nach Zorn zurück. Das machen wir auch. Auf geht's. Und ich beschleunige wieder ein bisschen. So, jetzt sind wir an der Drive Malfunction. Kannst du voll vergessen. Hier kommen Targoiden. Ihr habt den letzten Targoiden-Kampf gesehen. Das ist absolut hoffnungslos. Der Drive wird jetzt irgendwie innerhalb der nächsten 10 Minuten repariert und bis dahin muss man halt durchhalten. Und da muss man Glück haben. Aber das müssen wir nicht machen. Ich lade. Und wir fangen wieder nochmal an. Wir sagen, wir wollen 7 Stück haben davon. Wir brauchen das hier. Da kannst du halt echt nichts machen. Ist jetzt auch bestimmt nicht der optimale Weg, den ich hier habe. Okay.
Das ist mal was anderes. Der ist noch klein. Ich habe gestoppt, damit ich nicht schneller auf ihn zufliege. Na, ASP irgendwas. Keine Ahnung. Wir müssen halt die ersten 100 irgendwie kriegen. Okay, Rakete. Da ist ein Cargo. Den können wir leider nicht einsammeln. Den können wir einsammeln, wenn wir einen Traktorbeam haben, glaube ich. Oder? Ich kann es versuchen. Ich kann es versuchen. Wir versuchen es einfach mal. Unsere Schilde geben es vielleicht her. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ich weiß nicht, wenn nicht, zerspringt unser, geht unser Schild ein bisschen drauf. Keine Ahnung. So, jetzt müssen wir uns doch hoffentlich nähern. Zu, leicht unter uns. Ne, okay, zerstört. Das Ding ist zerstört. Okay, da sieht, das sieht nach einer Station aus. Da können wir schon mal hinfliegen. Wir sind in der Sicherheitszone und nähern uns der Station. Okay, ein bisschen fliegen. Stopp, nicht zu schnell. Jetzt sind wir aber dicht dran. Schon ein bisschen gruselig. Okay. Ich speichere wieder ab und gebe Stoff. Wir sind drin. Okay. Wir gucken. 27, wir haben es für 18 gekauft. Das heißt 9. Das sieht ja eigentlich auch ganz gut aus. Wir können auch wieder entsprechend das nehmen. Mal auch auf Xenor gucken parallel. Denn wir fliegen einfach wieder nach Xenor zurück. Also wir verkaufen unsere 7 und haben 192. Das ist doch super. Das ist doch richtig gut. Raketen kaufe ich jetzt noch keine. Ich versuche erstmal Geld zu scheffeln. Und Computer machen 40 aus. Wir können aber nur 2 kaufen. Aber das ist wirklich das Beste, was wir hier machen können. Computer kaufen und dort verkaufen. Und zwar 2 Stück. Für mehr reicht es nicht. Jetzt haben wir noch 49. Was machen wir mit 49? Eisen, Metalle lohnt sich nicht. Alkohol könnte man noch transportieren für die Fälle, lohnt sich nicht. Hier, das wäre auch ganz gut gegangen. Da hätte ich immer ein 2 kaufen können. Oder? Ich weiß es nicht. Wäre eine knappe Kiste geworden. Ja, jetzt fehlt mir hier irgendwo an der Stelle. Viel kann ich nicht kaufen und das, was ich kaufen kann, bringt es einfach nichts.
das ist absolute Verschwendung an Material. Da kann ich nichts machen. Alles zu teuer. Schade. Aber ich habe jetzt für 68. 2x68 sind... Was sind denn 2x68? 136. 136 und die 49, das könnte ganz knapp reichen. Ich mache das nochmal rückgängig. Was? Du machst das rückgängig? Ich lade nochmal den Spielstand. Stopp. Das war natürlich blöd. Die Maus dazu benutzen. Ich lade einfach nochmal den Spielstand. Und fliegt da jetzt rein. Gut. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Also, wir verkaufen. Haben 192. Ich bräuchte 194. Okay. Ich bräuchte 194. Hier mache ich 30 Gewinn. Hier mache ich pro. Und hier mache ich 40 Gewinn. 33, 40. Ich kann aber nicht 2x97 kaufen. Okay, also alles wieder gleich. Wie vorher. Dann muss das halt sein. Dann kaufen wir 2 Stück davon. Wir speichern und es geht noch mal raus. Ich fliege noch mal zurück und dann sollte es für das Let's Play reichen. Okay. Wir spielen fliegen zurück. Ja, ist ein bisschen. Eigentlich kann man das schneller stellen. Ich wüsste nicht, was ich tun sollte, wenn... Oh, der ist noch sehr klein. Wir haben unseren Identifikator an. Schon wieder ein ASP-MK. Irgendwas. Ah, 12 Credits kriege ich dafür. Ein Bounty. Ein Reward sozusagen. So kann man auch ein bisschen Geld verdienen. Das machen wir dann, wenn wir einen Militärlaser haben. Oder erstmal einen Pulslaser hinten drin. Weil wenn man von denen wegfliegen kann, während man auf sie schießt. Man kann ja schön auf sie schießen, während sie eben noch kleine Punkte sind. Ja. Dadurch... wird es besser. So, ich hatte immer das Gefühl, wenn man die nach unten dreht, dann verschwinden die eher aus dem Radarbereich. Okay. Wir sind gelockt. Ich spule ein bisschen vor. Und jetzt gucken wir mal. Wo haben wir denn die Station? Da ist sie. Ausrichten, hinfliegen.
Also kann man sich vorstellen, wie viel Zeit man damit verschwendet hat. Hier dieses Spiel zu spielen. Einfach nur, weil man da die ganze Zeit durch die Gegend geflogen ist und in der Zeit echt nichts gemacht hat weiter. Und man musste die ganze Zeit darauf achten, dass hier keine Viecher kommen und einen irgendwie angreifen. So. Wir speichern. Und wir geben Gas. Und haben es geschafft. So, wieder eine Rakete verschwendet. 12 gekriegt, 30 rausgegeben. Das lohnt sich noch nicht richtig. Wir gucken, wie die Preise aussehen. Ja, das ist besser geworden, definitiv. Wir hätten hier auch ein bisschen mehr gekriegt für die. Preise ändern sich halt auch ständig. Und hier hätten wir auch mehr gekriegt. Okay. Wir verkaufen 2 Tonnen, haben 255. Und das soll es erstmal gewesen sein. Das war Elite. So sieht's aus. Ich werde es einfach weiterspielen. Wir sehen uns dann im nächsten Elite-Video, im nächsten Casual Friday. Ich werde genauso aussehen wie jetzt, weil ich spiele es weiter. Genau, wir gucken dann mal. Eine Stunde reicht jetzt erstmal. Und wer Bock hat, das sich anzusehen, ich bring's einfach raus. Genau. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Engage. Genau, bis dann, macht's gut. Ciao.